Hallo und herzlich willkommen zurück zur Partie gegen Petisch. Ja, beim letzten Mal haben wir ja wieder einen kleinen Fortschritt erzielt in Frankreich. Wird jetzt auch langsam mal Zeit. Mal gucken, was jetzt passiert. Das ist frech. Das ist sogar sehr frech. Das ist echt unverschämt. Jetzt habe ich dann doch leider einen Panzer verloren. Das ist natürlich echt kacke, dass der da nicht mehr wegkam. Mein Gott, ihr geht mir auf die Nerven. Jetzt macht den doch endlich kaputt, ey. Das nervt doch einfach nur. Mein Gott, was macht er denn jetzt schon wieder? Oh, ist das langweilig. Ich habe nämlich echt nicht viel Zeit. Naja, gut. Panzer wurde zerstört. Das ist echt frech. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt erstmal, dass wir unser ganzes MPP raushauen. Für die stark angeschlagenen Einheiten. So, und dann gucken wir mal weiter. Okay, also der kann da angreifen. Geh du mal bitte auf Paris. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Aufladen. Okay. So, du lädst dich auch noch mal kurz auf. Ja. Ist klar. Gut, die HQs hätte ich vielleicht auch mal ein bisschen hinterher schicken sollen. Aber da wissen wir ja jetzt Bescheid. So, also ich bin immer noch am Überlegen, ob ich nicht eventuell Dinges akzeptieren soll. So, du tausch dich mal bitte mit dem durch, vorsichtshalber. So, okay.
Ach, das ist teuer, die ganze Angelegenheit. Gut. Mache ich das? Nee. Lass ich jetzt lieber gucken mal, ob er eventuell jetzt aufgibt. Kann ja durchaus der Fall sein. So, ihr bleibt da mal defensiv und du verstärkst dich mal bitte bis auf 10. Und du kommst näher ran und gehst dann nach Tobruk erstmal rein. Okay, so. Dann hätten wir das geschafft. Also 110 MPP haben wir mit Italien. Da können wir jetzt kein Flugzeug von machen. Mit den Deutschen können wir wieder in Spionage und Aufklärung noch reingehen. Und wie viel kostet denn so ein Panzer, den wir verloren haben? Ja, okay, 180 gekauft. Ja, das sieht ja alles in allem ganz gut aus, möchte ich mal behaupten. Eventuell können wir nächste Runde dann unsere Einheiten aufladen und dann müssen wir halt gucken, dass wir die schleunigst irgendwo hinbringen. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen, Diplomatie, Finnland sind wir voll drin und okay, ja. So, die können höchstens 3. Das ist doch schon mal nett. Kann ich noch irgendwas machen? Ich gucke gerade. Den kann ich dann eventuell noch irgendwo hinfahren. Zumindest es versuchen. Gut. Da ist leider nichts mehr drin. Aber gut, wir wissen ja jetzt schon mal, dass wissen jetzt auch schon mal, dass da keiner ist, was auch praktisch ist. Jo, okay, also 96 Kavallerie, Luftabwehr. Gut. Wir müssen noch gucken, ob die eine Einheit da unten. Kann ich leider immer noch nicht upgraden. Er geht dann natürlich auch gleich mit mehreren Einheiten vor, im Gegensatz zu mir, was natürlich dann durchaus auch etwas schlauer ist. So. Und dann können wir nächste Runde gucken, ob wir dann eventuell Malta mal attackieren können. Da bräuchten wir natürlich einen Fallschirmjäger. Aber die sind jetzt gerade nicht mehr verfügbar. Gut, aber dann ist das halt so. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Und dann würde ich sagen, tun wir den neu gekauften Panzer, den verschicken wir dann auch nach Afrika. Und vielleicht noch ein paar andere Einheiten, um da auf Nummer sicher zu gehen, denn ich könnte mir vorstellen, dass das eine schwierige Angelegenheit ist. Wir haben ja auch noch den da in Produktion, September, den könnte man theoretisch auch nach Nordafrika schicken. Und vielleicht noch ein Hauptquartier oder wir gucken einfach mal, vielleicht auch die ganzen Flugzeuge, also da haben wir ja durchaus Möglichkeiten, die einfach in Sachen, ja, Masse zu besiegen. Gut, dann haben wir das soweit geschafft. Industrietechnologie, ja gut, da kann ich jetzt natürlich nicht mehr reingehen. Ja, hier hat sich das auch soweit erledigt. So.
Du gehst mal bitte dahin. Okay, gucken wir noch mal, wie das jetzt mit der nationalen Moral aussieht. 100, 101 leider immer noch, also die muss dringend runtergehen. 41, 100. Ja gut, das macht man ja nicht, da rein zu investieren. Kostet auch 150, lustigerweise. Nee, aber ich wollte irgendwas gucken. Achso, genau, ich wollte nach dem MPP gucken, was die jetzt eigentlich haben. Die hatten jetzt die letzten Runden gar kein MPP, was ich irgendwie lustig finde. Okay, ja, das ist natürlich belastend für den Gegner. Wir haben bei den Briten jetzt, ja gut, die sind jetzt natürlich runter auf ja, 270 werden das wohl sein. Und wir haben ja schon über 500 derzeit. Können vielleicht dann nächste Runde, wenn Frankreich ergeben haben sollte, dann noch einen zweiten in Industrietechnologie reingehen, damit wir da auch auf der sicheren Seite sind und. Ja, da müssen wir jetzt natürlich dann auch langsam gucken, dass wir neue Einheiten kaufen und so weiter und so fort. Gut, ich hoffe, dieser Zug hat euch gefallen. National. Waffenstillstand mit uns zu vereinbaren. Ja, es ist natürlich die Frage. Andererseits, wir haben jetzt schon August. Also viel Zeit habe ich halt nicht mehr für diese ganze Angelegenheit. Ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Andererseits, ich würde halt auch das MPP brauchen. Denn das wird ja alles noch ein bisschen dauern. Gute Frage, nächste Frage. Also ich bin echt gerade hin und her gerissen. Ich denke mal, so mit Diplomatie Spanien auf unsere Seite zu kriegen, das wird echt sehr, sehr schwierig. Die sind jetzt bei 12%. Ja, die verbliebenen französischen Verteidiger, aber die gehen mir halt auch ein bisschen auf die Nerven. Auch die Schiffe und so, also das ist alles nicht so ganz einfach. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu spät. Ich mache das jetzt Waffenstillstand, jawohl. Kapituliert 1355. Okay, und Ausbau des Hafens. Ja, machen wir. Okay. Algerien, Tunesien, Syrien. Mehr zu den Achsenmächten. Okay, annektiert den Elsass. 6% Richtung der Achsenmächte, das gefällt mir schon mal. Truppen marschieren Paris, okay. Die Wolfram-Exporte, das ist auch gut.
Durch die Achsenmächte vor, Erdkampf, Waffenstufe 1. So, 544 und 81 MPP haben wir. Sehr schön. Gut, ja, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.